Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe ein bisschen vorgespult. Wir sind wieder am Grab und wir versuchen mal wieder den Bosskampf. Mal kurz ein Ego. Die Sachen wieder plündern. Nicht, dass ich das vergesse. Weil wir jeden Set brauchen. Da oben steht gleich der Typ. Bedenke. Den Lebenden dienen, nicht Naja. umgekehrt. Ich werde meine Ahnen nach Sovngarde zurück und euch gleich mit. Sovngarde ist ein Mythos, tauge nichts. Und nun könnt ihr euch euren Vorfahren in ihrem Dienst für mich anschließen. Ihr hättet. Ja! So, jetzt passen wir mal ein bisschen besser auf unsere Lebensanzeige. So, Magie ist zur Hälfte. Ich warte mal lieber noch ein bisschen. Jetzt wäre es wohl an der Zeit, mal ein paar Tränke zu nehmen. Wir könnten. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja. Magika. Achso. Zaubertrank der Ausdauer. Gering Magika. Und Kleinheilung. Okay. So, dann habe ich den weg. Oh Mann! Ich denke, ich werde nochmal neu laden. Aber wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich. Laden. So. Meine Fresse. Ich will auf jeden Fall alle Ziele hinkriegen. Die Toten sollten den Lebenden dienen, nicht So. umgekehrt. Wo bist du? Da. Stirb! Wir nehmen uns zuerst mal den hier. Vollidioten. Ich bin Nord. Mir hilft das nicht mit dem Frost. So. Ich bleib mal hier. Na komm her. Leg dich hin. So, bisher hat er noch nichts abgekriegt, oder? Oh, und ich sag's noch. Wo ist er? Ah! Okay. Zaubertränke. Puh. Kriegen Ausdauer. Noch einmal Magika. Kleine Heilung.
Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? So, damit ist der weg und der Fürst noch. Nee, doch nicht. Was werdet ihr jetzt machen? Alles, was in meiner Macht steht, damit meine Familie wieder in Frieden ruhen kann. Und danach, ich werde wohl noch hier bleiben. Auf dem Heerweg habe ich gutes Jagdwild gesehen. Und ich würde gerne eine Zeit lang in der Nähe bleiben. Okay. Danke nochmals für eure Hilfe. Ist nicht so viel wert, aber nehmen wir mal. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ein Nackelige. Okay. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo dieser. Wo dieser höhere Draugerfürst abgeblieben ist, weil irgendwie habe ich den jetzt übersehen. Da ist ein normaler. Das auch. Eisenbahn, cool. Knochenmehl, Notfall. Hier ist nix. Okay, die Seite haben wir. Ein Trauger. Ein Aschehaufen. Ein Trauger. Hier ist er. Oh! Ich habe mich nicht erinnern können, dass wir den so schnell klein gekriegt haben. Vielleicht ist er auch einfach verbrannt. Kann ja auch sein. Ist auch sein gutes Recht, einfach zu verbrennen. So. Oh, hier ist noch einer. Wie gelenkig diese Leute auch sind, ne? So, ich glaube, das war's dann. Puh. Puh. Lass mich jetzt zur Ruhe kommen. Hier haben wir bloß einen Altar, okay. Okay, und hier geht's wieder raus. Gold! Granatstein und eine Holzkette. Halskette. Falkenschnabel. Nehmen wir alles mit. Ein Eisenhelm brauchen wir jetzt nicht wirklich. Eine Truhe. Zauberbuch Raserei. Probe der Veränderung. Gewicht 1. Nehmen wir. Und das war's. Ah, und hier sind wir wieder. Okay. Dann raus hier, würde ich sagen. Puh. Rennen wir mal ein Stück. Und zum Ausgang. Dann muss ich mir mal kurz mein Questlog anschauen und überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Okay. Draußen ist ganz schön dunkel. Das ist mein Pferdchen. Junge, ist das dunkel. Wir gucken erstmal ins Questlog. Ja, doch. Suche Fralia in ihrem Heim auf. Töte Kematu. Okay. Töte Anführer von Schlangenfinsten. Sprich mit den Graubärten. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Stiehl das argonische Bier. Ah, das ist das. Okay. Sprich mit dem Jarl von Falkenring.
bringe einen Mammutstoßzahn zu Isolda, finde den Gesichtsformer in Riftern, erkunde die Ruinen von. Finde das Schwert des Roten Adlers, erkunde die Bardenakademie. Okay, also das mit der kaiserlichen Armee machen wir auf keinen Fall. Boah, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Ich glaube, auf YouTube ist das so gut wie schwarz. Oder? Aber wir könnten mal was machen. Und zwar... Oh, erst eine neue Stufe. Wir gehen auf, aber wir sind erst Stufe 9. Oh mein Gott. Ausdauer ist ziemlich hoch. Wir gehen mal auf Gesundheit. Und ein Talent. Das können wir noch nicht. Dann gehen wir auf einhändig. Okay, das bringt auch noch nicht so viel. Mann, ist das halt. Schloss knacken. Vollstufe 25. Beschwörung, Zerstörung. Ich meine, wir müssen ja sowieso alles noch machen, aber ich glaube, ich warte erstmal. Ich heb mir das Talent mal auf. So. Dann gehen wir einmal auf Karte. Das haben wir. Das haben wir abgeschlossen, okay. Hoch Rodgar, da müssen wir hin. Okay. Oder? Weißen Felsen. So viel zu tun. Dann. Gehen wir mal nach Iverstadt. Gab's hier einen Händler? Es gab hier nur diesen Wirt, ne? Ne, Waffen? Gab's ja auch einen Händler? Jo, oh, ich bin mir gerade so unsicher. Ne, hier gab's nur diesen Wirt, glaube ich, ja. Hallo du. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Ja, ja. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay, schon wieder eine neue Quest. Töte den Drachen in... Okay. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Es gibt viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Ja, suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschung für euch anstellen, oder... ja, doch. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Okay.
Könnt ihr mir etwas über Hochrodgar erzählen? Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Okay. Wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab, und das war's. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick drauf. Dann geben wir dir mal unser Zeug. Wein! Bitte! Hühnereier, ne, die lassen wir noch. Nordmet. Und nochmal Wein. Ha! Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. So. Gibt's noch mehr Leute zum Labern? Hallo du. Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort in Himmelsrand, um eine Mühle zu betreiben. Wie soll ich etwas schaffen, wenn diese Bären hier rumlaufen? Was verärgert euch so? Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Okay, habt ihr ein Bärenproblem? Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Und wie konnten Bären euch aus eurem Geschäft vertreiben? Habt ihr mal gesehen, was Bären mit Bäumen machen? Sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie, um ihr Territorium zu markieren. Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen der richtigen Größe absuchen. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Okay. Jetzt verpasst diesen dummen Bären eine Abreibung. Ja, klar. Wieso nicht? Gib dir Pelze. Achso, die muss ich dir noch. Muss die dir nur zeigen oder geben? Oh. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es nur nicht. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Eigentlich nicht. Was spielt ihr? Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Bin ich nett? Nur 5 Goldstücke? Ich würde das Doppelte und mehr bezahlen, um euch spielen zu hören. Das ist aber nett von euch. Wisst ihr was? Ich werde ein besonderes Lied spielen. Nur für euch. Ganz umsonst. Oh, ist die süß. Okay. Dann ziehen wir mal weiter. Oder wir machen hier Schluss für heute. Ich glaube, wir machen mal Schluss für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Habe ich die jetzt? Mit der habe ich schon gesprochen? Gibt nicht so viele Leute hier. Ups. Ich war's nicht, der lag schon so da. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Wir sehen uns oder hören voneinander. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Tschüss.